Hello Foodie Friends, heute mal eine andere Perspektive. Ich bin nämlich so ein bisschen ans Bett gefesselt, muss mich ein bisschen schonen. Aber ich esse natürlich. Und das wollte ich euch zeigen, was ich so in letzter Zeit so alles gegessen habe. Also wieder ein bisschen Food-Inspo vielleicht für euch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, da ist was dabei, was euch gefällt. Schreibt mir mal, was euch am besten gefallen hat, was ihr vielleicht nachmachen werdet. So, heutiges Essen: Reis mit Aubergine. Das ist so eine Omelette-Aubergine, gewendet in Kichererbsenmehl. Und dann sind da einfach Tomaten, Frühlingszwiebeln drauf. Und das sind so eingelegte Knoblauch. Also so. Die habe ich dann so wie dieses TikTok, diese TikTok-Rezepte mit Sriracha und Thymian. Genau. Noch mehr Nori. Bitteschön. Darf ich auch eins haben? Das ist so meins. Ach, noch mehr. Ja, bitte. Okay. Und dann mache ich noch ein bisschen Ketchup wahrscheinlich drauf. Das ist es. Ich mache halt wieder mein Müsli. Das habe ich gemacht. Also ich mische das auch schon vorher an. Und ich mag gern Crunch oben drauf, deswegen die. Das ist immer ganz gut. Solche Riesenpackungen, ne, von Koro. Das sind einfach Cornflakes ohne Zucker. Ich habe auch manchmal diese, hier jetzt noch ein bisschen, diese Schoko-Dinkel. Ich glaube, das war Dinkel. Die sind auch mega genial. Habe ich aber nicht mehr. Genau, dann mache ich das einfach oben drauf. Das sind einfach Haferflocken, Leinsamen, Walnüsse, Pekannüsse. Ich glaube, das war's. Genau. Manchmal mache ich noch Sultaninen rein. Aber diesmal ist es mit Cornflakes. Das ist nochmal so aufgefüllt. Genau. Toppe ich immer noch ganz gern alles mit Bio-Hanfsamen. Hanfsamen sind sehr gesund, haben viel Omega-3-Fettsäuren. Genau, das nochmal oben drauf. Das gebe ich auch noch in das Porridge, in den fertigen Mixer. Das habe ich hier vergessen. Da. Pizza, Mann, nee, das ist diesmal keine Pizza. Wir haben bestellt, indisch. Moment. Ist das heiß, wenigstens super heiß, geil. Wow. Super heiß. Das ist Spinat mit Tofu und Reis. Ich liebe den Reis so von denen. Ja, du kriegst. Und dann das hier. Reis. Ich habe hier schon mal Reis mit Kidneybohnen und Kartoffeln. Ich hoffe, du isst das, weil es ist ein bisschen scharf. Ein bisschen nur. Reis ist super. Guck mal, wie fluffig immer. Dieser Basmati-Reis. Halt aber. Dann kriegst du das. Hier die Kidneybohnen. Kartoffeln mache ich dir klein. Und das ist der Spinat. Essen, ja, kannst essen. Hier Tofu und Spinat. Okay, ist das Kidneybohnen. Kidneybohnen, ja. Sind heiß. Pusten, pusten. Hier ist das jetzt. Tofu mit Rahmspinat, das ist vegan gemacht. Dann diese Basmati-Reis und hier, das ist ein anderes Gericht mit Kidneybohnen und Kartoffeln. Ich habe leider das Naanbrot vergessen. Ach, und dann gibt es noch so einen Mini-Salat dazu. Dann gibt es Sandwich, weil es zu heiß ist für alles andere. Das Hummus, rote Zwiebeln, Tomate und Gurke. Das war's schon. Und dann nochmal so Sachen vom Markt. Das sind hier, ja, Peperoni und so. Das war alles noch. Das war von gestern. Und hier, die sind so ein bisschen süß, auch pikant. Und dann gibt es hier die Oliven. Na? Ich mag die nicht so gern. Ich mag nämlich, also ich esse nicht so gern schwarze Oliven. Man sieht, dass nur noch eine Kalamata da, aber ich finde die auch nicht so geil, muss ich sagen. Deswegen Eisgebet. Das kann er dann essen, mein Mann. Und ich esse das so ein bisschen. Und da sind auch Knoblauchzehen irgendwo unten drunter. Genau, er kriegt das. Das ist was anderes. Heute Loaded Fries. Sieht man die überhaupt? Also alles, also selbstgemachte Pommes sind das aus dem Airfryer. Und
Da ist dann so Hack drauf, das ist Mühlenhack. Dann habe ich eine Käsesoße gemacht, einfach geschmolzenen Käse mit Sahne. Dann so eine Animal-Style-Soße mit Röstzwiebeln. Und dann gibt es hier noch Salat und Tomate. So ein bisschen so Cheeseburger auf Pommes sozusagen. Genau, und dann kommen noch dicke Jalapenos drauf. Mm. Scharf, ja, Jalapenos sind scharf. Okay, bestellt bei Stadtsalat. Da gibt es jetzt auch so geil. Die haben nämlich jetzt Planted. Und das ist das Indian Summer Planted Chicken. So cool. Oh, grüne Chilis. Das ist mein Ding. Mmh. Sieht gut aus. Dann haben wir hier Brot. Ja, du kriegst es auch gleich alles. Moment. Brot. Noch ein anderes Brot. Tabata. Papa. Ja, das ist für Papa. Das sind die Soßen. Mama, einfach das Olivenöl, Zitrone. Dann das hier, das liebst du. Warte. So, ein schöner Obstsalat. Das ist sowieso für den Kleinen, der liebt das alles eigentlich. Das hier ist deine. Ja, ja, du kriegst das gleich alles. Und das ist meine. Und das Brot. Sieht gut aus. Heute gibt es das. Das habe ich bei TikTok gesehen, bei einer türkischen TikTokerin. Die hat gar nicht das Rezept gezeigt, wie sie es macht, aber einfach, was sie isst. Und es sah so aus. Ich habe es jetzt einfach versucht nachzumachen. Das ist halt so scharf. Ja, nee, ist nicht scharf. Das ist jetzt kein richtiger türkischer Reis, I know. Ich hatte nur so Basmati-Reis da, aber jetzt habe ich das mal so probiert. Das sind weiße Bohnen, die ich gekocht habe. Einfach mit Tomatenmark und Zwiebeln. Das ist Krautsalat. Und dann, ihr wisst, ich bin irgendwie voll auf diese rohen, roten Zwiebeln voll gestört. Und dann habe ich aus Skier so ein, also aus diesem Alpro-Skier noch so ein Joghurt-Dip gemacht. Genau. Ich hätte gerne noch Fladenbrot gehabt oder sowas, aber jetzt haben wir Sonntag und wir haben auch kein Mehl da. Deswegen konnte ich es jetzt nicht machen. Aber das ist das. Kleine hat das Gleiche. Fertig. Hört mal wieder sowas. Mama, der Garagenbauer da will. Garage bauen, ja, kannst du gleich danach dann essen. Da will essen. Das ist sehr scharf. Jetzt ist Aua. Aua im Mund, das ist auch scharf. Komm. Und das war's auch schon mit diesem Food, mit dieser Food-Inspo für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Folgt mir gerne auf Insta, da heiße ich Funny Pilgrim. Wir sehen uns gerne im nächsten Food-Inspo-Video wieder oder im nächsten Video einfach. Kommt jetzt immer jeden Montag. Also montags kommen die Videos hier. Ich hoffe, euch gefällt der Tag besser. Ich glaube schon. Also, wir werden mal sehen. Viel Spaß und vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.